Unter technologischer Singularität wird der Zeitpunkt des Beginns der phänomenalen Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts verstanden, die zur gänzlichen Veränderung der Gesellschaft, der Moral und des Menschen selbst führen wird. Der Begriff technologische Singularität wurde von dem US-amerikanischen Mathematiker und Science-Fiction-Schriftsteller Werner Winch im Jahr 1993 eingeführt. Winches Gedanke war, dass sobald der Mensch eine Maschine entwickeln würde, die intelligenter wäre als er selbst, die Geschichte der Welt unprognostizierbar würde, weil es schlicht unmöglich wäre, das Verhalten der künstlichen Intelligenz vorauszusehen. Nach den Prognosen von Futurologen kann technologische Singularität schon um das Jahr 2040 eintreten. Mit dem Beginn der technologischen Singularität wird auch der Mensch mit Hilfe von Gentechnik und anderen umwälzenden Technologien tiefgreifend in vielen Parametern verbessert, wie Gesundheit, Ausdauer, Kraft, Langlebigkeit, Intelligenz. Raymond Kurzweil, einer der Begründer der Idee der technologischen Singularität und Zukunftsforscher, ist überzeugt, dass schon in den 2030er Jahren mit bloßem Auge kaum sichtbare Nanomaschinen direkt ins menschliche Gehirn eingebaut werden. Mit Hilfe dieser Technologie wird der Mensch in einer virtuellen Realität leben können, ohne irgendwelche zusätzliche Ausrüstung benutzen zu müssen. Grundlegende wissenschaftliche Theorien werden möglicherweise neu überdacht werden. Manche Wissenschaftler vermuten sogar, dass in einigen Jahrzehnten bewiesen sein wird, dass Zeitreisen möglich sind. Die Umwelt wird sauberer durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Produktionsbereich und beim Recycling. Die Menschen werden weniger arbeiten müssen, weil die meisten Arten körperlicher Arbeit und sogar geistiger Arbeit von Maschinen ausgeführt werden können. Die künftige technologische Singularität ruft bei vielen Forschern Befürchtungen hervor, dass wir der Möglichkeit, unsere Fähigkeiten für etwas einzusetzen, beraubt, allmählich degenerieren und dem Irrsinn verfallen werden. Ob uns Maschinen eines Tages zu Sklaven machen? Oder wird sich ein Gutteil der Menschheit schöpferische und befriedigende Arbeit hingeben können? Wir werden es womöglich bald erfahren.